Hörspiel in Form eines Podcasts. Hier lesen Miriam Sachs und Carsten Treuke einen Text von Miriam Sachs. Sie ist Theatermacherin, Autorin, schreibt Bücher und manchmal für Zeitungen. Das alles ist selbst erlebt, persönlich wahrgenommen und weiter recherchiert. Weil ich ungern alleine erzähle, spricht und liest hier auch Carsten Treuke. Schauspieler, Sänger, Sprecher. Und zusammen machen wir das schon ziemlich lange so. Der Text ist ziemlich aktuell. Und wird immer aktueller. Von Angeboten und Nachfragen. Folge 3, Kapitel 2 und 3. Die Nachfrage. Mit dem nur ehrenamtlich honorierten Probandendasein muss man sich wohl abfinden. Allerdings wäre dann nicht auch fair, wenn die anderen Beteiligten am Zulassungsprozess möglichst frei von Anreizen wären? Der Sponsor, lateinisch Bürge, Pate in der passiven Verbform. Ich werde verheiratet. So wenig der Proband eine Studie genehmigt, so verwirrend ist auch der Begriff Sponsor. Er klingt nach einem externen Geldgeber, der Trikots bedrucken lässt, nach Werbeverträgen, Imagepflege. Man denkt an Coca-Cola-Trinkflaschen und an Fußballspieler in SAP-Trikots. Tatsächlich ist aber damit der Initiator der Studie gemeint. Sponsor und Firmeneigentümer sind also eins. Okay, das kennt man ja vom Fußball auch. Man denke nur an Hoffenheim oder an Bayer Leverkusen. Auch hier sind Werbepartner und Firmeneigentümer oder Hauptinvestoren zuweilen eins oder eben miteinander verlobt. Ich hätte nie gedacht, dass das geht. Dass ein Fußballverein nach einem Konzern benannt ist. Ich dachte, da geht es um Geografie. Und in Geografie war ich deshalb auch schlecht. Ich dachte als Kind immer, Leverkusen sei eine Stadt in Bayern. Und die Fußballer hätten versehentlich ein N im Namen vergessen. Im Falle von wissenschaftlichen Studien wäre jedenfalls die Unabhängigkeit der forschenden Firma und der Prüfstelle ebenso wünschenswert wie die der möglichst freiwilligen Probanden. Und nein, die Prüfstellen sind nicht die bereits erwähnten Aufsichtsbehörden, sondern die Veranstalter der Studie, also diejenigen, welche die Tests durchführen und vom Sponsor beauftragt wurden. In meinem Fall ist es eine eher kleine Prüfstelle. Allerdings hat sie ihren Sitz in einem gigantischen Gebäude aus Stahl und Glas, an dessen Türschild seltsamerweise Bayer zu lesen ist. Die waren mal zusammen. Erzählen mir die zwei rauchenden Männer, die immer noch vor der ebenfalls gläsernen Drehtür stehen und die ich angequatscht hatte, weil ich sie fälschlicherweise für Probanden gehalten hatte. Damals, am 5. August, Trag 85, dein vorletzter ambulanter Termin. Eine Zweckgemeinschaft? Jetzt geh halt endlich rein, damit man weiß, wie die vorletzte Untersuchung war. Ja, gleich. Also nee, später. Kommt noch. Jetzt geht's erstmal um die andere Seite. Also wieso steht da Bayer an dem Haus, wo die unabhängige Prüfstelle wohnt? Die Zusammenarbeit besteht schon länger. 2013 wurde die Clinical Research Stelle, also das Prüfinstitut, offiziell im Rahmen einer strategischen Partnerschaft übernommen und zog ins oberste Stockwerk des Gebäudekomplexes, Etage 5, vor dem ich stehe. Auch wenn die Jungs was anderes gesagt haben, laut Website besteht diese Kooperation immer noch. Dass die Pharmaindustrie über die vielfältigsten Partnerschaften, Querverbindungen, Projektschnittstellen funktioniert, ist ja auch eigentlich bekannt. Auch zwischen BioNTech und Bayer besteht eine Partnerschaft im Bereich Animal Health. Das Messenger-RNA-Verfahren, auf dem der Impfstoff basiert, der an mir und 60... Inzwischen in der Phase 3 sind es zigtausend. ...anderen Probanden getestet wird, ist offensichtlich auch in der Veterinärmedizin einsetzbar. Na, ist ja vielleicht gut, dann testen die nicht nur an Tieren, sondern auch für Tiere. Oder beides gleichzeitig. Gegen all diese Verbindungen, gemeinsamen Interessen, Symbiosen und Synergien, Wohngemeinschaften ist vielleicht auch gar nichts einzuwenden. Dennoch ärgert es mich, dass medizinethisch die Unabhängigkeit von Probanden gewährleistet sein muss, aber die Interessen der Pharmaindustrie und die Schnittstellen zwischen Prüfstellen, Aufsichtsbehörden, Sponsoren und Konzernen, die vielleicht später das Produkt mal vertreiben, in dieser Hinsicht nicht auf dem Prüfstand stehen. Du sagst immer die Pharmaindustrie. Wer sind denn jetzt genau die Pharma? Ja,
Sag ich Pharmaindustrie? Hast die du gesagt, Pharma- ja. Die Pharmaindustrie, ja, okay, also ja, stimmt. Zum Beispiel, die Firma BioNTech ist eigentlich nicht direkt die Pharmaindustrie, sondern eine Biotechnology-Firma. Ein neuer Zweig der Branche. Anfangs vielversprechend für Investoren, aber dann doch erstmal eher Geldverbrennungsanlage. Viele haben dabei Verluste gemacht. Erst in den letzten 5 Jahren haben die kleinen Biotech-Startups immer mehr an Bedeutung gewonnen und scheinen sich jetzt für die Investoren doch auszuzahlen. Sieht man mal davon ab, dass BioNTech in Mainz ihren Sitz an der Goldgrube 12 hat, kommt der Sponsor meiner Studie sehr bescheiden rüber. Von der aktuellen Corona-Impfstudie findet man auf der Website kaum eine Spur. Dafür sticht die Vision umso deutlicher ins Auge. Individualisierte Krebstherapie. Jeder Patient ist einzigartig. Das ist jetzt aber auch anders. Jetzt haben Sie schon das Ziel, wir möchten die globale Pandemie adressieren. Ja, okay, dann haben Sie das halt geupdatet. Ich habe das ja schon früher geschrieben, ich bin halt nicht mit Warp 10 unterwegs. Und ich weiß nicht mal, welche Adresse die globale Pandemie hat. Wer weiß das schon? Ich habe nicht mal ein Postamt in meiner Nähe, ja? Weil die alle schließen. Wirklich? Ja, bei dir nicht. Hier, selbst Friedrichstraße, nichts mehr. Das stimmt. Unser Ziel ist klar, einen potenziellen Impfstoff schnellstmöglich weltweit zur Verfügung stellen. Ja, okay. Es ist ein gutes Ziel. Die Hauptinvestoren von BioNTech sind die Brüder Strüngmann und deren Familienbüro Athos. Wahrscheinlich nicht benannt nach Poseidons Sohn Athos, der einen Felsen nach dem Vater warf und so einen Berg erschuf. Sondern ein Spiel mit Initialen. In den 1980er Jahren galten sie als die Rebellen, die es den Platzhirschen der Branche wie Bayer und Höchst zeigen, indem sie deren abgelaufene Patente aufkauften und billiger auf den Markt brachten. Probandentagebuch. In Menschen investiere man, nicht in Firmen. So das Ethos von Athos. Klingt gut. Sind Millionäre doch manchmal auch die Guten? Idealisten, die an einer Idee festhalten, auch wenn sie sich nicht gleich auszahlt? Eine Art von Verrücktheit, die mich schon beeindruckt, die sich aber nur wenige leisten können. Zum Beispiel die Söhne von Meeresgöttern. Es entstehen neue Technologien und beim Steinewerfen gegen Überväter ganze Berge. Ich meine das ernst, ohne Ironie geschrieben. Ich finde das an sich wirklich gut. Und mich beeindrucken Visionäre und Leute, die eine Vision unterstützen mit Geld, auch in einer Zeit, in der die Nachfrage noch nicht groß ist. Die Berge, die Gipfel, die die Firma BioNTech gerade zu stürmen versucht, sind hochgelegene Ziele. Und erst in der letzten Zeit wurde BioNTech Multitasker. Im Januar 2020 fragte Kapital in einem Interview den Geschäftsführer von Athos, dem Hauptinvestor der Firma BioNTech und gleichzeitig auch Aufsichtsratsvorsitzenden der Firma, Helmut Jägle, ob das Start-up-Unternehmen nicht zu viele Dinge gleichzeitig anpacke. 2019 der Börsengang, die neue Forschungsrichtung HIV und Tuberkulose. Das war noch vor Corona gewesen und an Impfstudien mit dem internen Titel Projekt Lichtgeschwindigkeit war da noch erst recht kein Gedanke. Müsste man die Frage, ob hier zu viel Neuland beackert wird, nochmals stellen? Krebs ist immer noch im Portfolio von BioNTech, aber zum Ziel individuelle Krebstherapie ist das der Herdenimmunität in Sachen Covid-19 hinzugekommen. Vielleicht auch eine Sache von Angebot und Nachfrage, beziehungsweise umgekehrt, Nachfrage und Angebot. Die Hinwendung zum Thema Infektionskrankheiten dürfte auch in die Zeit gefallen sein, in der BioNTech mit einer 50-Millionen-Spende der Bill & Melinda Gates Stiftung rechnen konnte. 50 Millionen? Das klingt jetzt irgendwie nach Verschwörungstheorie. Ja, es ist schon ein bisschen der, dessen Name nicht genannt werden darf, aber das ist ja keine Verschwörungstheorie, also, weil deren Priorität ist ja nun mal bekanntlich der Kampf gegen Infektionskrankheiten. Das ist einfach eine Tatsache. Weitere 50 Millionen stehen in Aussicht. Dagegen wäre auch überhaupt nichts zu sagen, wenn etwas mehr Transparenz herrschen würde. Spende ohne Auflage, Förderprogramm, Investition. Zweckgebunden wahrscheinlich. Warum sind Impfstoffe lukrativer als Medikamente?
Da hast du jetzt mit jemand gesprochen von einem Verein namens Metzis? Dr. Helmut Jäger vom Vorstand von... Das klingt Helmut, Dr. Helmut Jäckle? War doch nee, das ist der andere. Das ist der ganze andere. Ach, der ist von Jäckle. Der heißt Jäger. Der ist bei BioNTech. Ja, der ist im Aufsichtsrat von BioNTech. Und der hier ist das Gegenteil. Der ist in einem Verein, Metzis, nämlich Mein Essen zahle ich selbst. Cooler Name. Gegen Abhängigkeiten von Ärzten, von der Pharmaindustrie, gegen Bestechlichkeit und ja, Verein, der auf die Interessenskonflikte hinweist, spricht nicht so gern über das Thema Bill Gates. Zitat, wir äußern uns nicht zu Einzelpersonen, aber... Er weist mich generell auf Zusammenhänge in Sachen Impfstudien hin. Diese seien... Ein perfektes Geschäftsmodell, weit lukrativer als die Entwicklung eines neuen Medikamentes. Wenn ich zum Beispiel ein tolles neues Herzmedikament habe, dann habe ich vorher viel investiert in die Herstellung. Damit es sich für mich lohnt, verkaufe ich es dann sehr teuer. Sie nehmen das und vielleicht stellt sich später heraus, es verursacht Nebenwirkungen. Dann muss ich haften. Das bedeutet wiederum Verluste. Beim Entwickeln eines neuen Impfstoffes läuft es anders. Da ist der Gewinn garantiert. Die öffentliche Hand trägt das Risiko. Weil das Prinzip Impfen darauf abzielt, dass alle mitmachen, damit durch die Herdenimmunität dem Virus jeglicher Nährboden entzogen wird, ist es Staatssache. Und somit liegt die Haftung auch bei diesem, falls was schief geht. Der Hersteller muss sich also nicht mit Gerichtsverfahren herumschlagen, wenn wegen Nebenwirkungen geklagt wird. Gibt es deshalb mehr Impf- als Medikamentenstudien in Sachen Covid-19? Ich meine, ich bin keine Wirtschaftsexpertin, ich kenne keine Statistiken. Ich stelle jetzt nur Fragen in den Raum, vielleicht kann das jemand beantworten. Tagebuch 1. August. Stattdessen wieder in Börsenforen gegoogelt. BioNTech-Aktien kaufen oder verkaufen, fragt man sich dort. Seltsame Hysterie. Eigentlich rechnen alle mit dem Durchbruch der Aktie, aber die auf sich warten lassenden guten Nachrichten machen alle hippelig. Würde langsam auch gerne Aktien besitzen, wenigstens eine kleine, symbolische. Besäße ich welche, befände ich mich jedoch im Interessenskonflikt. Bin ich dann noch in der Lage, objektiv mein Befinden weiterzugeben? Will ich dann nicht um jeden Preis, dass mein Impfstoff erfolgreich ist? Nein, also kein Aktienkauf. Meine Nerven liegen auch eh schon bloß genug. Die Gespräche der Hobbyaktionäre im Forum zu verfolgen, ist eine seltsame Alternative zur Funkstille der klinischen Studie. Denen, also diesen Leuten, die da im Forum über Aktien reden, denen über die Schulter zu gucken, denen, die noch weniger wissen als ich, dafür aber gut im Spekulieren sind, lenkt mich ab. Bei Moderna ging es gerade viel mehr ab als bei BioNTech, schreibt einer. Ein anderer sagt... Da sei er auch gewesen. Konstanter Kurs. Das sei langweilig. Ich bleib lieber bei unserer kleinen BioNTech. Und füg dann noch hinzu? Wollen wir ehrlich, Leute. Hand aufs Herz. Wer von euch würde sich am Ende denn selber impfen lassen? Vielleicht besteht ja in der Realität gar nicht so viel Nachfrage nach dem Angebot Impfstoff, aber dafür nach dem Geschäft mit dem Impfstoff. Als ich mich im Mai entschied, an der klinischen Studie teilzunehmen, war mir durchaus irgendwann klar, dass die Impfstoffforschung keine heilige oder ausschließlich heilende Gralssuche sein würde. Geldinteressen spielen eine Rolle. Dass Probanden im Vergleich zu allen anderen Beteiligten nicht wirklich etwas vom Kuchen abhaben können, das muss wohl so sein. Oder doch nicht? Gerade dieser vorerst letzte Untersuchungstag schlägt mich mit einer neuen Erkenntnis. Es gäbe durchaus Möglichkeiten, aus der Beziehung Proband-Sponsor eine honorable Symbiose zu machen. Kapitel 3: Die verpasste Win-Win-Situation. So, jetzt gehe ich endlich rein. Probandentagebuch 5. August. Heute also die vorerst letzte Blutabnahme. Ich gehe auf die kleine Nebentür direkt an der Spiegelglaswand zum Pförtnerbereich zu, sehe aber, dass das Drehtüren-Hauptportal inzwischen auch wieder geöffnet ist. Es ist der 85. Tag der ambulanten Studie. Anfangs zu Lockdown-Zeiten hatte ich kaum den Eingang gefunden. Ich bin zu früh hier und starre durchs Glas des turmartigen Treppenhausvorbaus. In der Höhe
hocken Raben auf kleinen Schaukeln und wippen hin und her. Dauerte ewig, bis ich kapiert habe, dass das Attrappen sind. Kennt man eigentlich? Nee, ich halt nicht. Ich hab's noch nie gesehen. Raben an Galgen, ja? Ich kenne nur aufgeklebte Vögel. Die haben die auch da. Und ja, also in der Nacht, in der allerersten Nacht nach der Spritze, hatten mich die Viecher in Fieberfantasien verfolgt. In der Realität sind sie Blickfang beim Warten. Drinnen. Der gemütliche Pförtner kennt mich bereits. Ausweis zeigen muss man trotzdem. Grünes Licht, Drehkreuz, der Aufzug. Von dem er im April, als ich das erste Mal hier war, sagte, der hielte eh nur im 5. Stock. Als ich fragte, wo ich denn müsste. 5. Stock. Und immer nehme ich mir vor, doch im 2., 3. oder 4. zu drücken. Da wundern vielleicht die Bayers. Desinfektionsmittel. An die erste Untersuchung gedacht. Ebenfalls April. Damals zum Gesundheitscheck, ob man taugt für die Studie. Man musste nüchtern erscheinen, also nichts gegessen haben. Und nichts getrunken, nehme ich mal an. Ja, das ist ja sowieso. Das mit dem Hände desinfizieren und den Masken war noch neu. Sie haben die Maske verkehrt herum auf. Blau ist innen. Alle Probanden ins P hatten die Hände geflutet mit Desinfektionsmittel und dann ihre Masken aufgesetzt? Nein, doch die blaue Seite nach außen. Und alle waren durchgefallen, weil offensichtlich alkoholisiert. War aber nur der Restalkohol von den Händen unter der Maske gewesen. Jetzt Routine. Das Fiebermessen ebenfalls mehrmals immer unter Temperatur, egal. Passt schon. Türöffner. Die im gläsernen Treppenhaus schwebende Station. Hoffe auf den Studienarzt, der sich immer Zeit nimmt. Aber stattdessen... Junge Ärztin. Für mich ein neues Gesicht. Blond, zierlich, kühl, kommt in den Raum, in der Hand, hält sie einen Stapel Papier. In diesem Stadium nochmal ein neuer Vertrag? Dass man des Öfteren Updates bekommt, finde ich ja gut. In denen dann auch die neuen Erkenntnisse stehen. Auch die der anderen Gruppen, sogar die Erfahrungen, die man mit den Partnerstudienprobanden in Amerika gemacht hat. Allerdings kann ich ihr kaum folgen. Worum geht es? Das eine ist der aktualisierte Vertrag. Und das andere? Eine Einwilligungserklärung, eine Zustimmung zu einer neuen Untersuchung. Zwar spricht die junge Ärztin druckreif, aber viel zu schnell. Mein Gnom soll analysiert werden. Wir würden ihr Genom untersuchen, also das Erbgut. Das hieße für sie eventuell nochmal eine extra Blutabnahme. Dafür gäbe es dann 10 Euro. Vielleicht reichen aber auch die Proben, die wir bereits von Ihnen haben. Dass man meine DNA näher betrachten will, finde ich erstmal gut. Insgeheim hatte ich immer Bedenken gehabt, dies könnte das langfristigere Risiko sein, dass die genetischen Baupläne, die man gespritzt bekommt, vielleicht doch in den Zellkern vordringen und mein Erbgut verändern. Ich bin in dieser Hinsicht zwar beruhigt worden. Dem ist nicht so. Im Gegensatz zur DNA-Impfung kann man der mRNA-Impfung keinen gentherapeutischen Ansatz unterstellen. Das ist ja dann trotzdem gut für mich, wenn das genauer betrachtet wird. Stimme ich zu und greife nach dem Kugelschreiber. Den sie mir hinhält. Sie nickt. Ja, sagt sie. Für die Wissenschaft ist das richtig super. Aber für mich auch, oder? Sie wirkt verblüfft und weicht aus. Sie werden davon keinen Schaden haben. Aber auch keinen Nutzen? Ich frage Sie, ob es denn Gründe geben könnte, die Einwilligungserklärung nicht zu unterzeichnen. Es kommt ihr ein bisschen ins Stottern. Nein, ihr persönlich fielen keine Gründe ein. Ich nehme auch gerne Gründe von anderen Probanden. Datenschutz vielleicht? Worum es wirklich geht, verstehe ich erst zu Hause beim Durchlesen dessen, was ich unterschrieben habe. Zusätzlich zu meinen Antikörperwerten bittet BioNTech darum, mein HLA-System analysieren zu dürfen. Eine Gruppe meiner Gene, die fürs Immunsystem zuständig sind. Nach wie vor habe ich nichts dagegen. Es mag ja tatsächlich interessant sein, deren Beschaffenheit in Relation zu setzen mit den Ergebnissen meiner Antikörperproduktion. Dies könne von Bedeutung für Analysen des Sponsors sein, so der neue Vertrag. Ein Teil meiner Erbinformation wird zu diesem Zweck entschlüsselt. Es besteht die Möglichkeit, dass Erbanlagen entdeckt werden, die auf ein deutlich erhöhtes Risiko für eine Erkrankung hinweisen. Es sei möglich, diese zu identifizieren, aber es würde den Probanden gegebenenfalls nicht mitgeteilt. Stattdessen bekommt man dafür 10 Euro. Okay, ums Geld soll's ja nicht gehen. Aber wie eine Ohrfeige wirkt das erstmal schon. Was für den Sponsor von Bedeutung ist, ist es doch für mich in diesem Fall noch viel mehr. Einem Kaninchen im Animal Health Programm von Bayer BioNTech würde ich das auch nicht mitteilen, wie seine weiteren Prognosen auszusehen haben.
Aber Menschen, die bewusst teilnehmen an einer Studie, Risiken eingegangen sind und aus guten Gründen kein Honorar annehmen dürfen, nur Aufwandsentschädigungen, die in keiner Relation stehen zu den ehrenamtlichen Vergütungen der Ethikkommissionen oder den Gehältern der Biotech-Branche, könnte man sich durch das Teilen dieser sehr persönlichen Analyse erkenntlich zeigen. Vielleicht wäre es das Beste aller Honorare. Die Mitarbeit des Probanden ist unverzichtbar, gerade in diesem besonderen Prozess, in dem man nicht nur passiv im Boot sitzt. Wir produzieren in uns selbst nicht nur die Antikörper, um deren Nachweis es geht, sondern auch das Vireneiweiß selbst, sammeln selbst unsere Daten, schreiben unsere Symptome auf, mit denen wir alleine zu Hause sind, nicht in der sicheren Obhut einer stationären Studie, sondern sozusagen im Feldversuch. Eine Analyse, die für die Wissenschaft super ist und für den Probanden vielleicht einen wichtigen Einblick gibt, sein Leben verändern und verlängern könnte, wäre doch die Win-Win-Situation schlechthin. Und Probandentagebuch? Eine Sache des Anstands. Wer meinen Gnom analysieren will, kann mir später auch wohl mitteilen, wie er aussieht, der Gnom. Genom, es ist nicht ganz so leicht. Die Datenschutzbeauftragte der Prüfstelle weist später darauf hin, dass natürlich alle Daten den Probanden zur Verfügung gestellt werden könnten. Diese seien allerdings in der Praxis wie ein Buchstabensalat, der erst in Relation mit anderen Daten gesetzt werden müsste, um dann überhaupt eine Aussage hinsichtlich einer Wahrscheinlichkeit treffen zu können. Das ist gar nicht die Intention von BioNTech und wird auch nicht gemacht. Schade. Wo man doch bei BioNTech sonst so sehr auf das Wohl des individuellen Menschen setzt. Das bisschen mehr an Mühe seitens des Sponsors Paten als Dankeschön an die Probanden wäre womöglich eine der wenigen vertretbaren Vergütungsmöglichkeiten, um die Studienteilnehmer zu honorieren. Willst du das überhaupt wissen? Ich meine, was für Gene du hast, ob du Krebsrisikogruppe bist oder irgendwann zur Demenz neigst oder ob deine Verdauung... Das ist doch meine Sache, ob ich das wissen will. Aber wenn du das weißt, dann musst du es auch später deiner Krankenkasse sagen oder deinem nächsten Arbeitgeber und dann steht in deiner Personalakte, dass du vielleicht... Okay, keine Ahnung, ob ich das jetzt in dieser Sekunde wissen will, aber später vielleicht. Kann man das nicht in einen Umschlag tun und versiegeln und dem Arzt meines Vertrauens zusenden? Und der sagt mir das dann, wenn ich soweit bin. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass auch die BioNTech-Laboranten gerade nicht so weit sind und keine Zeit haben, mein Erbgut so zu analysieren, dass ich es auch kapiere. Vielleicht nächstes Jahr. Irgendwann. Wenn's passt. Stille. Jetzt ist übrigens mittlerweile November. Okay, meine Ansprechpartnerin da mit dem Datenschutz, die arbeitet auch nicht mehr da. Vielleicht hat es sich ja deshalb verzögert. Und ich weiß ja, dass mir meine Daten zustehen. Steht ja auch im Vertrag. Es sei denn, der Sponsor macht von seinem Recht Gebrauch, im Ausnahmefall doch nicht die Daten weiterzugeben. Stille. Okay, dann mal sehen. Vielleicht ist es ja auch wirklich besser, diese Büchse der Pandora zuzulassen. Also nicht zu öffnen. Der wahre Schaden für mich entsteht nicht durch extra Blutabnahmen, zusätzliche Analysen, eher dadurch, dass hier ein komplexes Thema im Last-Minute-Modus und sehr kleingedruckt daherkommt, einen schalen Nachgeschmack bekommt. Fortsetzung folgt. Dank für die medizinische Beratung durch Professor Heinz-Peter Schmiedebach.